Jetzt sind wir im schönen Mainz und laden den Präsidenten ein. Harald Strutz, das ist doch fantastisch. Herr Strutz, kommen Sie in unsere Mitte sozusagen. Aber gerne. Schön, dass Sie da sind. Geht es? Ja, dann fahren Sie mal los. Wir fahren mal Richtung Kofas Arena, Herr Strutz. Wo müssen wir lang? Wir fahren jetzt geradeaus über die Straße rüber. Achtung, das ist eine Gefährdung. Was halten Sie von der Schlagzeile, Herr Strutz? Mainz 05, deutscher Meister. Ach ja. Herr Tuchel sagt das auch. Also was ich davon halte, eigentlich wirklich nicht. Es wäre natürlich ein absoluter Traum, aber wissen Sie, es ist ein Unterschied zwischen Vision und Irrealität. Nächste Schlagzeile, Thomas Tuchel trainiert die Bayern. Möchte ich gar nicht daran denken, weil Thomas Tuchel ist natürlich ein hervorragender Trainer, das wissen wir. Wenn sich dann eine Situation mal ergibt nach einigen Jahren, das werden und können und wollen wir eigentlich auch gar nicht verhindern, aber im Moment haben wir einen Vertrag mit Thomas Tuchel und ich glaube, das passt schon wirklich von allen Seiten. Nächste Schlagzeile. Die Rolling Stones spielen in der Kofas Arena. Das wäre natürlich ganz schön. Kaum möglich, weil die Baugenehmigung das nicht hergibt. Spaß beiseite. Das ist doch eine einzige Band, die in Frankfurt auch spielen kann. Die kriegt nämlich ein tolles Stadion voll mit 40.000. So viel Kapazität haben wir ja nicht. I can get no satisfaction. Wir haben natürlich ein Dokument noch. Das ist der Präsi von Mainz in voller Aktion. Ist das Ihr Lebensmotto? I can get no satisfaction? Mein Lebensmotto ist eigentlich das, derjenige, der sich im Alter eine fröhliche Kindheit bewahrt hat, der hat ein schönes Leben und genau das ist das. Also andere spielen in meinem Alter mit Märklin und ich habe angefangen einfach die Rockmusik zu lieben, wollte das schon immer machen, habe den Schritt gewagt und Just Do It, das gilt nun mal so und wer nichts getan hat und immer Träumen nachhängt, der wird eben auch kein so erfülltes Leben haben und deshalb muss man dazu stehen. Also es hat mich noch keiner von der Bühne gepfiffen. Sie haben ja geheiratet und an dem Tag, oder besser gesagt, mit dem Ja-Wort schlug Mainz die Bayern. Ja, war schon ein perfekter Termin? Ja, schöner konnte man es nicht ausdrücken. Perfekt, es war ein Termin, der eben mal zufällig zustande gekommen ist. Und wenn man natürlich, das zweite Mal Ja sagt, dann auch in der tatsächlich eine kirchliche Hochzeit noch durchführt und zur gleichen Zeit eben tatsächlich die eigene Mannschaft auch in Bayern spielt, dann auch noch gewinnt, was Besseres kann natürlich nicht passieren, die Privaten. Nicht nur die Trauung selbst, sondern auch die ganzen Umstände dazu. So, Herr Strutz, das war doch eine kurzweilige Reise zu Ihrem Stadion. Stadion von Mainz 05, fantastisch. Sieht schon von außen ganz gut aus. So, hier bitte. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne geschehen. Schönes Spiel gegen Schalke und wir sehen uns. Allzeit. Bis dann. Danke, ciao.